So, hallo, seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, Entschuldigung. Seit Jahren mal wieder ein Video auf dem Kanal, sehr schön. Und gleich mal wieder mit einem neuen Spiel, zumindest ist es auf meinem PC neu. Nämlich Rocket League, werden wahrscheinlich schon einige von euch kennen. Aber für die, die es nicht kennen, wie ihr seht, ist das so eine Art Speedzocker mit Autos. So könnte man es gut beschreiben. Und ja, man muss halt. Es gibt die Teams Blau und Orange oder Rot, wie man sie auch immer nennen will. Orange sind sie, aber Rot nennt man sie meistens. Dann muss man hier einfach den Ball ins Dings bringen, in die Tore bringen. Mensch, sprechen kann ich wohl auch nicht mehr. So. Und ich bin Team Blau, falls man das noch nicht gemerkt hat. Momentan spiele ich noch alleine, aber ich kann dann auch mal mit Freunden zusammenspielen. Das macht einfach viel mehr Spaß als jetzt hier alleine, aber ich finde, es macht auch Spaß, so alleine dann halt mit irgendwelchen fremden Leuten. Auch immer nicht schlecht, wenn man dann sich so ein bisschen sozusagen ohne zu sprechen absprechen kann. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber so ist es. Da kann man immer so ein bisschen, der eine legt vor, der andere geht hier in die Mitte und schießt aufs Tor und trifft nicht, wenn es zu hoch ist. Naja. Ja, ich hab. Das Coole an Rocket League ist ja, dass man hier sich Autos selber zusammenbasteln kann, sozusagen. Ich habe jetzt hier, wie ihr seht, sowas mit Flammen und dem Teufelshörnern. Das fand ich ganz cool, so. Sieht schon cool aus. Jetzt ergibt sich da eine Chance, aber leider habe ich das jetzt nicht rechtzeitig so gesehen. Gerade woanders drauf geachtet. So. Und das Coole ist einfach, Tore sind in diesem Spiel keine Seltenheit. Da gab es schon Spiele mit 10 Toren, 11 Toren, auch 20 Toren. Also, das ist keine Seltenheit. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn man das erste Tor kassiert. Ich meine, dann macht man einfach weiter und hofft, dass man gewinnt. Und ich finde irgendwie, mir macht es zumindest so viel Spaß, dass ich nicht frustriert bin, wenn ich ein Spiel verliere. Ich bin nur frustriert, wenn ich ein Eigentor schieße, aber das ist ja klar, da ist man natürlich nicht so glücklich darüber. Eigentore sind halt einfach doof, aber hier passieren eben auch öfters Eigentore, weil man den Ball dann doch nicht so gut manövrieren kann, dass man da so einfach den Ball irgendwie wegnehmen kann, und manchmal passiert es dann halt, dass man ihn falsch erwischt und dann ist er drin. Ja, zum Beispiel, oder wenn man einen Bot im Team hat, gerade wenn halt gerade das Spiel keinen weiteren Spieler gefunden hat, stellt halt Bots rein dafür, und die spinnen manchmal ein bisschen, die schießen dann Eigentore, und zwar so, dass man die auch hätte verhindern können. Die fahren einfach schnurstracks geradeaus Richtung Tor und kümmern uns nicht. Und Tor, ja, wir sind in Führung. Da sieht man, so schnell können hier Tore fallen, in 5 Minuten. So, der Will ist ganz schön gut, oder? Der hat jetzt bisher alle Tore. Hat er jetzt alle Tore geschossen? Ah, nee. Nee, oder doch? Doch, er hat alle Tore geschossen, die wir bisher hatten. Sind ja bloß 2. Und er hat alle geschossen bisher. Nicht schlecht. Oh, und wird das jetzt auch nochmal ein Tor? Oh, ja. Ja, wird auch noch ein Tor. Warum nicht? Kann man machen. So. Ja,
warum jetzt so lange keine Videos auf meinem Kanal waren. Ganz ehrlich gesagt, hatte ich zum Teil keine große Lust, die Videospiele zu spielen. Also da gibt es echt manchmal so Phasen, da habe ich einfach keinen Bock auf manche Videospiele. Und dann, ja, dann habe ich halt auch keine Lust, die aufzunehmen. Und ich meine, man will ja schon, dass der Kommentator eines Videos nicht so spricht, total unmotiviert spricht, so, und dann mache ich das, okay, jawohl, super. Nee, ist ja ganz lustig, wenn man dann sieht, dass, oder auch hört, dass der Kommentator, ja, motiviert ist. Das ist natürlich super. So, jetzt müssen wir hier aber mal, ja gut, was heißt Vorsprung ausbauen, kann man eigentlich immer gebrauchen. Muss jetzt bei 4:1, obwohl auch bei 4:1, da kann sich noch einiges ändern für uns. Also kann, muss nicht, aber kann. Warum hat sich eigentlich gerade ein Blauer entschuldigt? Hat er doch ein Tor geschossen, oder nicht? Naja. Vielleicht weil er jemandem einen sozusagen Schuss weggenommen hat. Aber gut, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass man ein Tor schießen kann, dann sollte man diese auch nutzen. So, ja. Jetzt habt ihr das Spiel ein bisschen kennengelernt. Wir haben auch gesiegt. Yes. Wir sind die Gewinner. War eigentlich ein ganz gutes Spiel. Waren gute Spieler dabei. Ich verabschiede mich jetzt fürs erste, sind zwar kurze Matches, aber ich würde sagen, das erste Video dafür mache ich ein bisschen kürzer. Dafür gibt es dann die nächsten Male ein bisschen länger, da mache ich dann zwei Runden wahrscheinlich. So, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao!